ganz gekommen aus Erfurt ist Janine Schmold. Sie hat in Erfurt studiert internationale Beziehungen mit Nebenfach Rechtswissenschaft, ist nach Amsterdam gegangen, um ihren Master of Law zu machen, kam zurück nach Erfurt und promoviert dort jetzt. Ihr Schwerpunkt ist auf dem völkerrechtlichen Aspekt von Cyberkrieg und wir werden jetzt erfahren, was das mit dem Hackback auf sich hat. Bitte schön, Janine. Ja, vielen Dank. Nachdem wir ja gestern schon die nationale Ebene uns angeschaut haben, werden wir jetzt den Fokus ein bisschen verändern auf die internationale Ebene und die völkerrechtliche Sicht auf Hackback-Operationen beleuchten. Und da ist natürlich die allererste Frage, die wir klären müssen, was ist das Völkerrecht überhaupt? Das Völkerrecht ist das Jus Gentium, das Recht der Völker, es ist ja schon im Namen erhalten und es ist jenes Recht, was die Beziehung zwischen Völkerrechtssubjekten näher ausgestaltet. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn Staaten sind nicht die alleinigen Träger von Rechten und Pflichten in Krieg und Frieden. Das waren sie zwar für lange Zeit im klassischen Völkerrecht, aber heute regelt das Völkerrecht über die zwischenstaatlichen Beziehungen hinaus auch noch die Stellung von internationalen Organisationen und anderen Völkerrechtssubjekten, wie zum Beispiel das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das hatten wir ja heute auch schon mal angesprochen, den Heiligen Malteserorden und den Heiligen Stuhl beispielsweise. Und schließlich erstreckt sich der Begriff des Völkerrechts auch noch auf die Beschränkung der Staatsgewalt nach innen. Das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil nämlich das Verbot der Anwendung und Androhung militärischer Gewalt zu den großen Errungenschaften des Völkerrechts gehört. 1928 hat der Briand-Kellogg-Pakt schon eine erste große Errungenschaft im Völkerrecht dargestellt. Und mit den Entwicklungen und mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges im Hintergrund hat dann die UN-Charta ein absolutes Gewaltverbot entwickelt, was sich in der UN-Charta in Artikel 2.4 findet. Und es besagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Also es gibt das generelle Gewaltverbot, das besteht und dagegen darf nicht verstoßen werden. Es gibt Ausnahmen von diesem Gewaltverbot. Denken wir nur an Artikel 51 der UN-Charta, an das Selbstverteidigungsrecht. In Fällen von bewaffneten Konflikten, wenn beispielsweise jetzt Deutschland angegriffen werden würde und der Angriff würde die Schwelle zu einem bewaffneten Konflikt überschreiten, dann hätte Deutschland das Selbstverteidigungsrecht und Hackback-Operationen könnten im Zuge der Selbstverteidigung ausgeführt werden. Darüber hinaus eine weitere Norm, die natürlich das Gewaltverbot auch aushebelt, ist Artikel 42 der UN-Charta. Wenn also ein Mandat des Sicherheitsrates vorliegt, dann darf auch von Staaten, von UN-Staaten Gewalt angewandt werden. Das passiert auch sehr, sehr oft. Aber was dieses Gewaltverbot auch zeigt, ist, dass sich das Völkerrecht aufteilen lässt in zwei verschiedene Bereiche. Also wir haben auf der einen Seite das Kriegsvölkerrecht, das Jus in Bello, was die Rechte des Krieges darlegt. Und wir haben auf der anderen Seite das sogenannte Friedensvölkerrecht, das Jus ad bellum, was halt die Anwendung von Gewalt zum Beispiel regelt. Und ich fokussiere mich in meinem Vortrag tatsächlich auf das Jus ad bellum, auf Situationen, die unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktes sind. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sobald wir einen bewaffneten Konflikt haben, sobald das Jus in bello greift, dann wären nämlich Hackback-Operationen im Zuge, sollten sie denn den Methoden und Mitteln der Kriegsführung entsprechen, was sie tun würden, dann wären sie nämlich legitim und wir bräuchten nicht weiter darüber zu debattieren. Fraglich ist aber, was passiert bei Angriffen, die gegen einen Staat gerichtet sind und die unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktes liegen, also die eben nicht intensiv genug sind, um einen Kriegszustand auszulösen. Und da greift nämlich das Jus ad bellum und dieses werde ich näher beleuchten.
Wenn man sich mit dem Völkerrecht und dem Cyberraum auseinandersetzt, dann kommen ziemlich viele Forderungen rein und ziemlich viele Annahmen werden gemacht und mit diesen Annahmen ist man auch konfrontiert. Eine Annahme ist zum Beispiel, das Völkerrecht ist total obsolet. Wir brauchen das Völkerrecht gar nicht. Das Völkerrecht wurde in einem Zeitraum geschrieben. In dieser Zeitraum, der hat überhaupt gar nicht die Methoden und Mittel der Kriegsführung, die wir mit Cyberwaffen und im Cyberraum haben, gar nicht aufgegriffen. Und es stimmt auch, in keiner Genfer Konvention oder in den Haager Abkommen oder in den Zusatzprotokollen findet sich das Wort Cyber. Und daher gibt es die Behauptung und die Forderung, wir sollten eine neue Konvention schreiben. Wir sollten die Cyberkonvention schreiben, die dann vielleicht auch solche Dinge wie Cyberwaffen näher ausgestalten, die den Cyberkrieg definiert. Sowas sollte alles in eine Cyberkonvention, weil das Recht, so wie es besteht, ist obsolet. Tja, ich habe ein paar Normen mitgebracht, weil ich der Meinung bin, das stimmt nicht. Das Recht ist nicht obsolet und das Recht greift auch die Phänomene und die Mittel der Kriegsführung auf und kann sie regeln. Und eine Norm, die Martens-Klausel, benannt nach dem finnischen Diplomaten Marten, besagt, in Fällen, die von den geschriebenen Regeln des internationalen Rechts nicht erfasst sind, in solchen Fällen verbleiben Zivilpersonen und Kombattanten unter dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts, wie sie sich aus den feststehenden Gebräuchen, aus den Grundsätzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens ergeben. Und diese Martens-Klausel ist essentiell in der Argumentation, dass es im Prinzip keinen rechtsfreien Raum gibt. Weil selbst Fälle wie zum Beispiel der Cyberraum, wenn sie nicht irgendwie erfasst sind, heißt es nicht, dass die Geschehnisse im rechtsfreien Raum stattfinden. Und es gibt noch eine andere Instanz, die sich genau solchen Fragen mal gestellt hat, nämlich ob das Recht überhaupt noch anwendbar ist oder ob wir vielleicht ein neues Recht schreiben sollten, ob wir vielleicht die Genfer Konvention an sich ergänzen sollten. Und zwar der Internationale Gerichtshof hat sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt, zwar nicht in Bezug auf Cyberwaffen, aber in Bezug auf Nuklearwaffen, weil damals auch schon fraglich war, wie das denn überhaupt mit der Nuklearwaffe war, ob die Nuklearwaffe legitim ist oder nicht. Und in diesem Zuge hat der Internationale Gerichtshof in einem Rechtsgutachten geprüft, ob das bestehende Völkerrecht überhaupt anwendbar ist und insbesondere, ob das humanitäre, das Kriegsvölkerrecht anwendbar ist. Und die Schlussfolgerung des Internationalen Gerichtshofs besagt, das komplette Völkerrecht, wie es besteht, ist anwendbar auf alle Kriege der Vergangenheit, auf alle Kriege der Gegenwart und auf alle Kriege der Zukunft. Also das ist die Meinung des Internationalen Gerichtshofes. Um das natürlich noch weiter zu untermauern mit weiteren Normen, der Internationale Gerichtshof hat ein Rechtsgutachten dazu erstellt und die Prüfung, dort kann man ja auch die Prüfung nachlesen, welche Normen geprüft worden sind und welche nicht. Um aber jetzt diesen Satz weiter zu untermauern mit Normen, müssen wir einfach nur ins erste Zusatzprotokoll der Genfer Konvention schauen. Und da sehen wir in Artikel 36, dass sich die Macher des Rechtes schon damals Gedanken gemacht haben, dass nicht alle möglichen Waffen verwendet werden dürfen und dass es da eine Beschränkung gibt und dass diese Beschränkung tatsächlich auch anwendbar ist, auch auf zukünftige Waffen. Auch wenn man, weil man ja logischerweise damals bei den Zusatzprotokollen 1977 noch nicht auf dem Schirm hatte, dass es vielleicht irgendwann, paar Jahre später, paar Jahrhunderte später, irgendwie sowas wie eine Cyberwaffe gibt. Das hatte man damals natürlich noch nicht auf dem Schirm. Aber die Idee an sich ist nicht neu, also die Beschränkung der Mittel der Kriegsführung ist auch nicht neu, sondern der erste Gedanke dazu findet sich in der St. Petersburger Erklärung aus dem Jahr 1868 und schon damals hat man sich gedacht, man muss die Mittel und Methoden der Kriegsführung irgendwie beschränken. Also es gibt da schon bestehendes Recht zu. Und der Internationale Gerichtshof nimmt auch dies zum Anlass, um zu argumentieren, dass nur weil jetzt die Nuklearwaffe oder in unserem Fall die Cyberwaffe neuer ist als das damals geschriebene Recht, dass das kein Grund ist, zu argumentieren, dass das Recht nicht anwendbar ist. Denn das Recht wurde ja so flexibel gestaltet, auch in der Interpretationsfähigkeit, dass es eben auch Cyberwaffen, Nuklearwaffen und die Waffen der Zukunft, die wir vielleicht noch bekommen werden, erfasst. Michael Schmidt
der Herausgeber des Tallinn Manuals. Also das Tallinn Manual ist jenes Handbuch, was die Anwendung des Völkerrechts auf den Cyberraum geprüft hat und in verschiedenen Regeln dargelegt hat. Und Michael Schmidt hat in seiner Prüfung festgestellt, dass dieses Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes nach wie vor relevant ist und dass es keinen Unterschied gibt zwischen Nuklearwaffen und Computer Network Operations in Bezug auf die Neuheit, also in Bezug auf die Neuheit der Waffe, sodass man sozusagen nicht behaupten kann, das Recht ist nicht anwendbar. Schon damals hat der Internationale Gerichtshof gezeigt, das Recht ist flexibel genug gestaltet und es ist anwendbar. Und weitere Normen finden sich dazu im Tallinn Manual, sodass auch die Experten, die das Tallinn Manual geschrieben haben, also beide Versionen, sowohl das Tallinn Manual 1.0 wie auch das Tallinn Manual 2.0, haben festgestellt, dass das Völkerrecht, so wie wir es haben, angewendet werden kann und dass es besteht. Das bedeutet sozusagen auch, dass meine eigene Position, also ich schließe mich sowohl dem Internationalen Gerichtshof wie auch den Experten des Tallinn Manual, wie auch Michael Schmidt an. Und ich bin auch der Meinung, wir brauchen keine Cyberkonvention, also wir brauchen kein neues Recht. Das Recht, was wir haben, ist vollkommen ausreichend, um den Cyberraum, um Cyberkriege zu erfassen. Weil auch gerade der Begriff, wir hatten das ja in dem vorherigen Beitrag gehört, dass halt die Frage ist, was ist denn überhaupt ein Cyberkrieg? Gibt es da eine Definition, ja oder nein? Wenn wir das völkerrechtlich betrachten, dann gibt es eine Definition von Kriegen und diese Definition zieht und die ist immer noch gültig. Also ein Krieg im Völkerrecht ist ein bewaffneter Konflikt. Es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Man unterscheidet zwischen einem international bewaffneten Konflikt und einem nicht international bewaffneten Konflikt. Und es müssen, wie gesagt, bestimmte Kriterien erfüllt sein. Die Schwelle zum bewaffneten Konflikt in Bezug auf die Intensität muss gegeben sein. Der Angriff oder was weiß ich, die Attacke, die Operation muss von einer bestimmten Dauer sein. Im nicht international bewaffneten Konflikt müssen die Mitglieder, die nichtstaatlichen Mitglieder, hierarchisch strukturiert sein zum Beispiel. Also es gibt da bereits Regeln und diese Regeln können auch angewandt werden auf Cyberphänomene. Aber ich wollte ja nicht zu sehr ins Jus in bello hinein, sondern wieder zurück zum Jus ad bellum kommen. Und würde gerne über Souveränität sprechen. Souveränität, das Stichwort ist ja auch schon am gestrigen Tage gefallen. Und Souveränität ist im Völkerrechtsdiskurs auch ein sehr, sehr großes Thema. Also es ist gerade das aktuellste Thema, worüber die Völkerrechtler im Prinzip debattieren und sprechen. Und auch ich möchte über Souveränität heute reden, um anhand der Souveränität sozusagen das Recht auf Gegenmaßnahmen, wo dann auch Hackback-Operationen reinfallen, erklären und näher ausgestalten zu können. Und ich möchte anfangen mit einem Satz, den jeder Völkerrechtler, der sich mit diesem Thema beschäftigt, sagt. Und jeder Artikel, den Sie zu diesem Thema lesen, beinhaltet das folgende Statement. Der Satz stammt aus dem Island of Palmas Case, also ein Fall zwischen den Niederlanden und der USA, wo es um einen territorialen Disput über die Island of Palmas ging. Und dieser Satz erklärt Souveränität. Also Souveränität ist die grundsätzliche Unabhängigkeit eines Staates von anderen Staaten. Das ist die äußere Souveränität. Und darüber hinaus handeln Staaten selbstbestimmt in Fragen der eigenen staatlichen Souveränität. Das ist die Souveränität nach innen. Und in Bezug auf den Cyberraum haben die Expertengruppen der Vereinten Nationen festgestellt, dass Souveränität im Cyberraum, also das Prinzip der Souveränität, die Norm der Souveränität, auch im Cyberraum anwendbar ist. Und zwar gab es da die United Nations Group of Governmental Experts und in den Berichten aus dem Jahr 2013 und aus dem Jahr 2015 machen die Expertengruppen klar, dass Souveränität im Cyberraum besteht und im Cyberraum gilt. Und die Berichte sind ja auch dann von der Generalversammlung als Resolution rausgegeben worden. Also soweit, so gut zur Souveränität. Souveränität als Norm ist nur anwendbar auf staatliche Akteure, also auf Staaten. Nur Staaten handeln dann oder sind souverän.
Und das Souveränitätsrecht ist auch nur dann auf Staaten anwendbar. Das ist natürlich ein Problem. Schauen wir uns den Cyberraum an. Wir haben irgendwelche Hackergruppierungen, irgendwelche Hacker und die greifen irgendeinen anderen Staat an. Und jetzt ist die Frage, kann dieser Staat, der angegriffene Staat, hätte er irgendwelche Rechte, sich gegen diese Hackergruppierungen verteidigen zu können? Weil vielleicht ist ja die Souveränität dieses Staates durch den Cyberangriff verletzt worden. Nun, es gibt da auch völkerrechtliche Regeln zu. Und zwar die Norm, dass Staaten, wenn sie Kontrolle über den nichtstaatlichen Akteur haben, beziehungsweise andersrum, wenn der nichtstaatliche Akteur auf Anweisungen des Staates handelt, unter der Kontrolle des Staates handelt oder unter dem Befehl des Staates steht, dann ist das Handeln dieses nichtstaatlichen Akteurs als staatliches Handeln anzusehen. Und der Internationale Gerichtshof hat eben dies im Nicaragua-Fall, zu dem wir später auch noch kommen werden, als effektive Kontrolle bezeichnet. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch die generelle Kontrolle. Also wenn ein Staat generelle Kontrolle über einen nichtstaatlichen Akteur hat, dann ist dessen Handeln als staatliches Handeln zu klassifizieren. Und dann könnte ein Staat, wenn die Souveränität beispielsweise verletzt wäre, Gegenmaßnahmen treffen. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Souveränität zu verletzen, das Souveränitätsrecht zu verletzen. Also fangen wir mit der ersten Möglichkeit an. Souveränität hat immer was mit Territorium zu tun. Also es ist ganz klar, wir sind auf souveränem deutschen Territorium. Deutschland kontrolliert sein Territorium und die deutschen Grenzen sind unantastbar. Also soweit ist ja alles klar. Nur nicht klar ist, wenn ein Cyberangriff von einem anderen Staat reinkommt und Auswirkungen in Deutschland hat, ist das dann eine Verletzung der Souveränität? Würde das gegen das deutsche Territorium irgendwie sein? Ja, sagen die Experten des Tallinn Manuals. Und zwar, wenn physische Auswirkungen auf dem Territorium bestehen, dann ist es auf jeden Fall eine Verletzung des Souveränitätsrechts. Und selbst wenn wir keinen physischen Schaden haben, wenn wir nur funktionellen Schaden haben, auch dann haben wir eine Verletzung der Souveränität und das Souveränitätsrecht wäre verletzt. Also die Verletzung einer Primärnorm, sodass nachher dann auch Sekundärnorm greifen könnten. Das ist im Prinzip soweit völkerrechtlich geregelt. Unklar völkerrechtlich sind allerdings Situationen, in denen ein Cyberangriff Schaden anrichtet, der zwar kein physischer Schaden ist und auch die Funktionalität nicht beeinträchtigt. Also als Beispiel nennen wir jetzt mal das Löschen von Daten. Was ist mit solchen Fällen? Das Völkerrecht hat dazu keine Antwort, ich habe dazu keine Antwort. Das ist ungeklärt. Also die Experten des Tallinn Manual sagen zwar, dass Espionage an sich keine Verletzung der Souveränität darstellt, aber je nachdem, wie die Espionage ausgeführt wird, also die Methoden, könnten aber sehr wohl die Souveränität verletzen, das Souveränitätsrecht verletzen. Aber trotzdem, solche Fragen wie das Löschen von Daten sind völkerrechtlich nicht geklärt. Und im Prinzip obliegt es da den Staaten, sich dazu zu äußern. Also Staaten müssten sich zu diesen Szenarien äußern, weil nämlich staatliches Handeln Völkerrecht kreiert. Das ist aber zumindest die erste Möglichkeit, wie man das Souveränitätsrecht verletzen könnte durch das Territorium. Die zweite Möglichkeit, wie das Souveränitätsrecht verletzt werden kann, hängt mit den exklusiven Funktionen eines Staates zusammen. Also mit den inhärenten exklusiven Funktionen eines Staates, wie zum Beispiel Steuern eintreiben oder Wahlen abhalten. Also das sind Sachen, die nur Staaten machen können. Und wenn wir jetzt einen Cyberangriff haben, ausgeführt von Staat A gegen Staat B, und der Cyberangriff hat in Staat B irgendwelche Auswirkungen auf das Steuereintreibungsverfahren, dann ist es eine Verletzung der Souveränität und das Souveränitätsrecht wäre damit verletzt, ein Bruch des Völkerrechts würde vorliegen. Wir müssen ja nicht weit schauen. Wir hatten das ja. Denken wir nur an die US-Präsidentschaftswahlen. Die Cyberoperationen sind ganz klar eine Verletzung des Souveränitätsrechts.
soweit besteht eigentlich auch Einigkeit, auch in der Staatenwelt, auch unter Völkerrechtlern. 2018 allerdings änderte sich die Lage schlagartig. Und zwar hat Jeremy Wright, also der britische Generalstaatsanwalt, im Jahr 2018 die britische Position zum Völkerrecht vorgestellt. Und die Position und das Statement, was ich Ihnen gleich aufspielen werde, hat eine große Diskussion in der Völkerrechts-Community erzeugt. Und zwar ist Großbritannien der Meinung, dass es nicht sowas wie das Souveränitätsrecht gibt in Bezug auf Cyberaktivitäten. Also Souveränität sei vielleicht ein Prinzip des Völkerrechts, aber auf gar keinen Fall eine Norm. Und das bedeutet auch, wenn Großbritannien Cyberangriffe gegen andere Staaten ausführt, dann können diese anderen Staaten auf gar keinen Fall behaupten, Großbritannien hätte das Völkerrecht bzw. das Souveränitätsrecht verletzt, weil für Großbritannien gibt es ja kein Souveränitätsrecht. Und das war ein Schock. Also als dieses Statement rauskam, die Völkerrechts-Community, es waren unglaublich viele Diskussionen darüber, hat Großbritannien Recht, was hat das für Auswirkungen, wenn Großbritannien das kann, dann können das ja andere Staaten auch behaupten, was bedeutet das? Nun ja, die Frage, die dahinter steht, lautet natürlich, ist Großbritannien im Recht, ja oder nein? Lassen wir doch das Recht selber darauf antworten. Und zwar mit dem Lotus-Fall. 1927 hat sich der ständige internationale Gerichtshof bereits mit Fragen der Souveränität befasst. Und zwar, der Sachverhalt war folgender, ein Jahr vorher, im Jahr 1926, kollidierte das französische Schiff Lotus, daher heißt der Fall auch Lotus-Fall, mit einem türkischen Schiff auf hoher See. Die Konsequenz war, dass 8 türkische Matrosen dabei gestorben sind und als die Lotus, das französische Schiff, in Konstantinopel an Land ging, hat die Türkei Gerichtsbarkeit über den wachhabenden französischen Offizier ausgeübt und ihn ins Gefängnis gesteckt. Und dagegen hat Frankreich Klage eingereicht. Und was für uns in Bezug auf die Souveränitätsnorm wichtig ist, ist das Statement des Ständigen Internationalen Gerichtshofes, was nämlich besagt, es gibt Souveränität. Da ist was, es gibt das Souveränitätsrecht als Norm. Und das kann auch noch untermauert werden mit dem Korfu-Kanal-Zwischenfall, dem allerersten Fall vor dem Internationalen Gerichtshof. Und der Internationale Gerichtshof hat in seinem Urteil gesagt, dass eine Völkerrechtsverletzung vorliegt, weil nämlich das Souveränitätsrecht von Albanien verletzt ist. Also augenscheinlich wendet der Internationale Gerichtshof ja das Souveränitätsrecht an. Und auch im Jahr 1974, da hat der Internationale Gerichtshof das Recht wieder angewandt, diese Norm wieder angewandt in ein Fall, der Nuclear Test Case heißt, ein Fall in dem Zeitraum hat, ein Fall zwischen Frankreich und Australien, als Frankreich nämlich im Südpazifik Nuklearwaffen getestet hat. Und der Internationale Gerichtshof hat geurteilt, dass die australische Souveränität verletzt sei. Und der wohl bekannteste Fall vor dem Internationalen Gerichtshof, der Nicaragua-Fall, zeigt auch, dass neben anderen Völkerrechtsbrüchen in diesem Fall auch das Souveränitätsrecht verletzt worden ist von Amerika. Also der Nicaragua-Fall ist ein Fall zwischen Nicaragua und Amerika im Zuge des Contra-Krieges, als nämlich Amerika die Contras finanziell unterstützt hat, ausgebildet hat und mit Ressourcen ausgestattet hat. Und dagegen hat Nicaragua Klage eingereicht. Und das Gericht hat da dann auch das Prinzip der effektiven Kontrolle, was wir gerade hatten, staatliches Handeln. Wenn nicht staatliche Akteure auf staatlichem Befehl handeln, dann ist dieses Handeln wie staatliches Handeln anzusehen. Auch dieses Moment kommt aus dem Nicaragua-Fall. Neben den Urteilen des Internationalen Gerichtshofes, der ja das Souveränitätsrecht anwendet, haben wir auch die Staatenpraxis. Also auch Staaten sagen, dass das Souveränitätsrecht besteht.
Und zwar, um zwei Beispiele zu nehmen, beispielsweise im Zuge der Drohnenangriffe der USA in Pakistan hat Pakistan international klargemacht, dass die pakistanische Souveränität verletzt worden sei. Oder wo wir ja auch gerade, wo wir gerade das Thema Ukraine hatten und auch über den Ukraine-Konflikt gesprochen hatten, die G7 und die USA haben ebenfalls gesagt, das Souveränitätsrecht ist verletzt. Und das zeigt, dass die Aussage Großbritanniens falsch ist. Wir sehen im Recht selber, dass es so etwas wie das Souveränitätsrecht gibt, dass das Recht besteht. Der internationale Gerichtshof selber wendet es an. Und die Staatenpraxis zeigt auch, dass Staaten ebenfalls der Meinung sind, dass das Souveränitätsrecht besteht. Und es wäre ja auch fatal, wenn es so etwas wie das Souveränitätsrecht nicht geben würde, weil dann hätte ein Staat möglicherweise auch in so einem Fall kein Recht auf Gegenmaßnahmen. Und da wären wir beim Punkt, das Recht auf Gegenmaßnahmen und Hacking-Back-Operationen. Im Jahr 2001 hat die UN-Völkerrechtskommission in ihrer 53. Sitzung 59 Artikel zur Staatenverantwortlichkeit herausgegeben. Nun sind die Artikel zur Staatenverantwortlichkeit zwar kein völkerrechtlicher Vertrag, sie wurden aber durch die Generalversammlung als Resolution verabschiedet und viele Staaten beziehen sich auch auf diese Norm, zum Beispiel Deutschland auch, der Deutsche Bundestag hat eben auch auf diese Norm zurückgegriffen. Und was die Artikel zur Staatenverantwortlichkeit sozusagen auch zeigen, sie spiegeln den Stand des Völkergewohnheitsrechts, der Entwicklung des Völkergewohnheitsrechts wider. Und wo wir es ja gerade hatten, in Artikel 52 ist ganz klar dargelegt, dass der benachteiligte Staat solche dringenden Gegenmaßnahmen ergreifen kann, die zur Sicherung seiner Rechte notwendig sind. Und mit diesem Artikel könnten Hackback-Maßnahmen als Antwort zu einem Angriff, der unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktes liegt, legitimiert sein und werden. Es gibt allerdings ein paar Voraussetzungen, dass dieser Artikel greift. Also zuallererst müsste eine Primärnorm im Völkerrecht verletzt worden sein, damit diese Sekundärnorm greifen könnte. Also als Primärnorm, wir hatten ja das Souveränitätsrecht, wenn beispielsweise das Souveränitätsrecht verletzt wäre und, das ist ganz, ganz wichtig, wenn der Angriff zurechenbar ist, wir erinnern uns, Attribution im Cyberraum ist ein Thema für sich, auf das wir jetzt aber nicht näher eingehen. Aber wenn so ein Angriff zurechenbar ist, dann könnten Gegenmaßnahmen gerechtfertigt sein. Und die Gegenmaßnahmen an sich sind in diesem Fall dann ein gerechtfertigter, völkerrechtswidriger Akt, eben als Antwort auf eine Verletzung der Primärnorm. Wichtig dabei ist auch, die Gegenmaßnahme muss verhältnismäßig sein. Also die Gegenmaßnahme an sich unterliegt auch bestimmten Bedingungen. Also man kann jetzt nicht einfach sich so hinstellen und sagen, ja okay, unser Souveränitätsrecht wurde verletzt, wir schicken jetzt eine Hackback-Operation raus, die, keine Ahnung, sämtliche Auswirkungen in einem anderen Staat hat. Das geht nicht, sondern es gibt bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Artikel 50 beispielsweise führt auf, dass Gegenmaßnahmen bestimmte Dinge nicht beeinflussen sollen, dürfen. Zum Beispiel die Verpflichtung zur Unterlassung der Androhung oder Anwendung von Gewalt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also die Gegenmaßnahme an sich darf nicht einen bewaffneten Konflikt auslösen. Die Gegenmaßnahme an sich darf nicht die Schwelle zu einem bewaffneten Konflikt überschreiten. Sonst wäre es eine Verletzung gegen Artikel 2.4 UN-Charta und gegen Artikel 50 selber. Bevor eine Gegenmaßnahme von einem Staat durchgeführt werden kann, soll, muss es vorher eine Aufforderung des Staates gegeben haben, dass der Rechtsbruch zu beenden sei. Und der Staat hat dem anderen Staat auch mitzuteilen, dass er Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Also in der Hinsicht, erst wenn das passiert ist, können Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Nun gibt es den Fall, dass wir vielleicht Cyberproxies haben,
die einen Staat angreifen. Aber bei Cyberproxies, die ja schon per Definition im Prinzip staatlichem Handeln unterstellt sind, würde wieder das Prinzip der effektiven und generellen Kontrolle ziehen, sodass dann das Verhalten dieses Cyberproxies als staatliches Handeln gelten würde. Also soweit ist es im Prinzip klar. Und es ist auch in Artikel 8 nochmal niedergelegt worden, nämlich dass das Verhalten einer Person oder Personengruppe nach dem Völkerrecht als Handeln eines Staates betrachtet wird, wenn die Person oder Personengruppe in der Ausführung des Verhaltens tatsächlich auf Anweisung oder unter der Leitung oder Kontrolle eines Staates handelt. Das hatten wir ja schon. Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie haben eine Hackergruppe. Sie haben patriotische Hacker oder Sie haben einen einzelnen patriotischen Hacker. Also patriotische Hacker sind jene Hacker, die ihren Staat verteidigen wollen, die nicht auf staatlichem Befehl und unter staatlicher Kontrolle handeln, sondern die einfach dann aktiv werden, wenn sie der Meinung sind, dass sie ihren Staat verteidigen müssten. Zum Beispiel der Georgienkrieg im Jahr 2008, wo patriotische Hacker aktiv geworden sind, um Russland zu unterstützen. So, jetzt haben Sie eben so eine Hackergruppe und Sie können den Angriff zurückverfolgen. Also wir nehmen jetzt mal an, Attribution ist möglich, weil Gegenmaßnahmen können ja nur ergriffen werden, wenn der Angriff zurechnungsfähig ist. So, wir nehmen jetzt mal den Estland-Fall. Wir haben ja da auch schon gestern drüber gesprochen. Also im Jahr 2007 hat die estnische Regierung beschlossen, den Bronzesoldaten, das Kriegsdenkmal, ein Kriegsdenkmal aus der Sowjetunion, umzustellen. Und daraufhin kam es zu Demonstrationen und eben auch zu Cyber-Operationen. Und obwohl dieser Fall im Jahr 2007 stattgefunden hat, also vor 13 Jahren, ist heute immer noch nicht geklärt, wer eigentlich dahinter steckt. Klar, es gibt Annahmen, wer es sein könnte, aber so 100% klären, wer es wirklich war, können wir nicht. Der Punkt ist, in diesem Fall hat sich Konstantin Goloskukov, nachdem der estnische Präsident Russland beschuldigt hat, für den Angriff verantwortlich zu sein, hat sich Konstantin Goloskukov öffentlich positioniert und gesagt, nein, ich habe den Angriff ausgeführt oder ich habe den Angriff angeleitet und die ganzen Sachen im Internet veröffentlicht. Aber das geschah nicht auf Anweisung des russischen Staates und auch nicht auf Anweisung der Naschi-Gruppe, also einer kremlnahen Jugendgruppe. Und mit diesem Statement, da haben Sie natürlich ein Problem, weil Sie haben ein Statement von einer Person, die sagt, ich war das. Damit sind Gegenmaßnahmen nicht mehr gerechtfertigt, weil diese Person ja sagt, sie hat nicht auf staatlichen Befehl gehandelt. Aber die dahinterstehende Frage ist, hat denn Konstantin Goloskukov recht? Stimmt das denn, was er da sagt? Tja, solche Fälle gibt es und die kann man leider nicht lösen. Also Sie haben zwar die Möglichkeit, jetzt Konstantin Goloskukov nicht zu glauben und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dann würden Sie aber selber Völkerrecht verletzen, weil er sich ja ganz klar positioniert hat. Also das Problem der Attribution ist ein sehr, sehr großes und spielt auch mit dem Recht in das Recht auf Gegenmaßnahmen selber mit ein. Und damit komme ich auch zum Ende meines Vortrages. Ich würde gerne 3 Punkte Ihnen mitgeben. Erstens. Das Völkerrecht ist anwendbar. Wir haben die Martensklausel, wir haben Artikel aus dem ersten Zusatzprotokoll, wir haben auch Normen in der Haager Landkriegsordnung und wir haben die Meinung des Internationalen Gerichtshofes und die Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofes selber. Wir haben 2 Tellen Manuals, die geprüft haben, ob und inwieweit das Völkerrecht anwendbar ist. Also es ist anwendbar. Zweitens. Es gibt sowas wie das Souveränitätsrecht. Großbritannien liegt mit seiner Annahme falsch. Es gibt das Souveränitätsrecht. Und drittens, ja, es können Gegenmaßnahmen ergriffen werden als Antwort auf einen Cyberangriff, der unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktes ist. Aber diese Gegenmaßnahmen dürfen selber niemals gegen das Gewaltverbot verstoßen. Sie müssen selber unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktes sein. Und in dieser Hinsicht möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.
So, danke schön, Janine, für den Vortrag. Möchtest du noch Fragen entgegennehmen? Ja, gerne. Das Publikum, wer möchte die Hand heben und eine Frage loswerden? Bitte schön. Da wird schon das erste Mikrofon geliefert. Also zum Beispiel, du sagtest, dass es gibt Definitionen zu Cyberkrieg. Ja? Also dann, wie können wir beurteilen, was gab es damals in der Ukraine, diese Schwelle von starken Angriffen? Das dauerte ein paar Jahre, sogar fast 3 Jahre. Ja, also war es Cyberkrieg, war es nicht Cyberkrieg? Wenn ja, dann was, was macht das zu Cyberkrieg? Ja, vielen Dank, Marina, für die interessante Frage. Um sie natürlich vollständig beantworten zu können, bräuchte ich natürlich erstmal eine konkrete Analyse des Sachverhaltes. Aber zum Ukraine-Fall oder zu der Frage, was ein Cyberkrieg ist oder nicht, es gibt ja verschiedene Ansätze. Der völkerrechtliche Ansatz wäre, man geht in das Jus in bello, also in den anderen Rechtsbereich, über den wir nicht oder der nicht Teil des Vortrags war. Man guckt sich das humanitäre Völkerrecht an und die Normen des humanitären Völkerrechts. Und dann schaut man sich die Kriterien zum bewaffneten Konflikt an. Man muss entscheiden, oder es wird dann geprüft, ob ein international bewaffneter Konflikt oder ein nicht international bewaffneter Konflikt vorliegen würde. Und wenn einer der beiden Konflikttypen vorliegen würde, dann hätte man einen Krieg. Ob man jetzt das Wort Cyber davor stellt, kann man machen. Dann kann man auch vom Cyberkrieg sprechen. Aber man spricht dann generell erstmal vom bewaffneten Konflikt oder Krieg. Inwieweit jetzt die Phänomene in der Ukraine Krieg darstellen, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Da müsste ich erstmal genauer in den Fall reinschauen. Dankeschön. Wenn du sagst, dieser Konstantin hat dieses Statement abgesetzt und damit eigentlich die Möglichkeit der konkreten Attributierung konterkariert, dass man sagt, jetzt haben wir einen bewaffneten Konflikt oder ein Recht auf ein Hackback, wäre das dann nicht der, wie soll ich sagen, Friedensworkaround? Ja, jedes Mal, wenn sowas passiert, gibt es irgendeine Fake News, dass jemand sagt, war ich selbst, hat niemand hintergestanden und dann haben wir einfach pauschal Cyberfrieden. Ja, natürlich. Also ganz klar, das ist ja auch der Vorteil von Cyberproxies und warum Staaten Cyberproxies benutzen, weil man da nämlich A, das Problem der Attribution, die Verantwortung abschieben kann, B, man umgeht das Gewaltverbot im Völkerrecht, weil wenn man sagt, wir waren es nicht, es war der andere, dann kann man prima das Recht umgehen. Also in der Hinsicht ja. Gut, dann da hinten ist schon ein Mikrofon vor Ort. Leg los. Ja, ich habe 2 Fragen. Die erste Frage bezog sich auf deine Äußerung zu den niederschwelligen Akten oder vorbereitenden Akten, vielleicht sogar für Cyberangriffe. Das Beispiel war, was du genannt hast, war die mögliche Löschung von Daten. Also im politischen Raum werden ja alle möglichen sozusagen niederschwelligeren Aktionen auch diskutiert. Und da ist die Frage, Was können Staaten tun oder was kann Politik konkret tun, um diese Konkretisierung zu leisten? Also das Völkerrecht bleibt natürlich immer ohne diese Vollzugsakte, die man in anderen Rechtsbereichen hat. Aber trotzdem könnte vielleicht eine Konkretisierung, das ist ja in der Regel im Recht sozusagen eine zentrale Voraussetzung, um dafür zu sorgen, dass es ernst genommen wird. Was könnte sozusagen ein Staat Deutschland machen, um diese Konkretisierung hinsichtlich dieser niederschwelligeren Punkte zu erreichen? Und der zweite Punkt wäre der nach der Attribution. Was könnte eigentlich die Völkergemeinschaft tun, um dieses Thema Attribution zu einem unabhängigeren Fachurteil reifen zu lassen? Was ginge da oder was wäre sinnvoll? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich würde an dieser Stelle gar keine Handlungsempfehlung an den deutschen Staat abgeben wollen, da nämlich die United Nations Group of Governmental Experts im Jahr 2017 unter deutschem Vorsitz war und da schon der deutsche Staat versucht hat, im Prinzip seine Interessen und die Konkretisierung des Rechtes vorzunehmen. Nun ist dazu zu sagen, diese Expertengruppe hat keinen Konsens erreicht. Also die Expertengruppe ist, man könnte sagen, gescheitert.
Und zwar, es lag in Bezug auf die Konkretisierung, es lag am Selbstverteidigungsrecht, an Artikel 51 UN-Charta, weil nämlich drei Staaten gegen das derzeitige Verständnis waren aus dem Jahr 2017, was dort debattiert wurde, nämlich China und Russland und ich weiß jetzt gerade nicht, wer der dritte war. Auf jeden Fall, die waren dagegen. Und das lässt sich auch im Prinzip logisch erklären, weil das Selbstverteidigungsrecht an sich ja von Amerika anders ausgelegt wird als von anderen Staaten. Also wenn wir uns anschauen, präventives und präemptives Selbstverteidigungsrecht und Staaten kommen da nicht zusammen, dann ist es im Prinzip auch keine Überraschung, wenn dann so eine Expertengruppe scheitert. Aber in Bezug auf das Handeln des Sie haben da schon agiert und Sie haben versucht, gerade im Völkerrecht durch diese Expertengruppe zu wirken. Also das hat man schon versucht. Und ich würde einfach dann sagen, dass man so weitermachen soll, auch gerade in Bezug auf die Expertengruppen der Vereinten Nationen, weil da nämlich debattiert wird, genau über solche Fragen. Und das soll man einfach weiterführen und hoffen, dass man dann vielleicht irgendwann zum Konsens kommt. Das heißt jetzt nicht, dass die kompletten Expertengruppen irgendwie nicht zum Konsens gekommen sind. Das stimmt ja nicht. Also die anderen Expertengruppen sind ja zum Konsens gekommen. Man war sich zum Beispiel 2013 und 2015 in den Gruppen einig, dass das bestehende Völkerrecht und die UN-Charta anwendbar ist. Also in der Hinsicht würde ich sagen, einfach Verhandlungen weiter aufnehmen. In Bezug auf die Attribution. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Und zwar, weil ich glaube, dass die Völkerrechtler haben das technische Wissen nicht. Also was kann man, also wie kann man und was kann man und inwieweit kann man attributieren? Man hat da einfach keine Ahnung. Und bevor ich da eine Handlungsempfehlung aussprechen würde, würde ich eher anregen, sich auszutauschen auf eben solchen Veranstaltungen wie der DefensiveCon, wo eben verschiedene Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen und man eben über solche Dinge redet. Und in der Hinsicht profitieren wir ja alle voneinander. Und deswegen nochmal danke, dass es so etwas überhaupt gibt und möglich gemacht wird. Ja, hallo, danke. Ich wollte Honkhases Frage tatsächlich noch schärfer formulieren. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du uns erklärt, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Denn Goloskukov hat kein internationales Recht verletzt, vermutlich kein russisches Recht, also keine Rechtsverletzung begangen. In Bezug auf die Taten von Konstantin Goloskukov, ich habe das Beispiel jetzt nicht gebracht, um den Estland-Fall völkerrechtlich zu analysieren. Aber wir können darüber gerne reden. Wir können eine völkerrechtliche Prüfung der Cyberangriffe gegen Estland aus dem Jahr 2007 vornehmen. Dann gucken wir uns alle drei Perioden an, die kompletten drei Wochen, und können das gerne völkerrechtlich bewerten. Das habe ich in diesem Vortrag nicht gemacht. Der Grund, warum ich das Statement von Konstantin Goloskukov gewählt habe, ist, weil dieses Statement eindeutig zeigt, dass selbst wenn etwas attributierbar wäre oder attributierbar ist, dass man immer noch mit so Leuten wie den nichtstaatlichen Akteuren, mit den Beteiligten, mit den handelnden Personen rechnen muss, die sich dann hinstellen und sagen, ja, nee, klar, die IP-Adresse ist dann auf Russland zurückzuführen. Aber das heißt nicht, dass das der russische Staat ist, sondern es heißt einfach, dass ich das war. Und damit hat man eine komplett andere Rechtslage und damit hat man beispielsweise kein Recht auf Gegenmaßnahmen. Und nein, ich bin nicht der Meinung, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Kurzes Follow-up auch zum gleichen Punkt, zu den Cyberproxys. Ich glaube, es war die 2013 oder 2015er UNGGE, die ja zu dem Ergebnis kam, unter anderem, dass das Prinzip des Due Diligence im Cyberspace gilt. Das heißt, die Konstantins und Honker Unions der Welt ja ihren Staat mit dafür verantwortlich machen, dass er sich darum kümmern muss, dass diese Angriffe nicht weiter fortgeführt werden können. Meinst du, das ist eine Norm oder beziehungsweise das ist ein Bereich, den man sich mehr angucken sollte, um eben diese Rechtsproblematik, die Honker ja gerade auch nochmal gesagt hat, damit man die nicht aushebeln kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall, dass das weiter thematisiert werden muss. Ich würde nicht sagen, dass das in Bezug, also ich würde nicht sagen, dass es ausschließlich im Völkerrecht untersucht werden muss. Man kann auch einfach in die normale Kriminalitätsforschung reingehen, wo man eben ja genau solche Fragen hat. Und man könnte sich mal anschauen, was sagen überhaupt, was sagt die Kriminalitätsforschung zu sowas, weil das spielt ja mit rein. Aber ja, klar, es muss weiter thematisiert werden, ja. Okay, ich habe noch eine Frage, und zwar Marinas Frage sozusagen, ab was, wir hatten das vorhin, Versicherungen wollen gerne wissen, war das jetzt Cyberkrieg oder war das irgendwas anderes, wann muss ich bezahlen, ab was für einer Durchdringungstiefe glaubst du, ist das Recht in der Lage oder wie viel Erkenntnisse, du sagst, man muss das analysieren, ab wie viele Erkenntnisse braucht man, um das dann feststellen zu können, dass Maersk seine Gelder bekommt? Und mein zweites Ding zielt auch nochmal auf den Herrn Kolossikow. Ich persönlich finde ja das Konzept des patriotischen Hackers total problematisch. Genauso wie man sagen kann, dem einen sein Terrorist, dem anderen sein Freedom Fighter, kann sozusagen dem einen sein Verbrecher, dem anderen sein patriotischer Hacker. Und wie schätze ich das jetzt ein sein? Deswegen meine Frage an dich ist, wie etabliert ist denn dieses Konzept schon des patriotischen Hackers? Mir scheint, da ist in letzter Zeit mehr zu erschienen und das hat sich stärker institutionalisiert. Um direkt das mit den patriotischen Hackern aufzugreifen, ja, es ist problematisch und auch rechtlich ist das Konzept des patriotischen Hackers höchst problematisch, weil man nicht einfach so sagen kann, ja, der war ein patriotischer Hacker und damit hat er halt diese und jene völkerrechtliche Stellung im zum Beispiel bewaffneten Konflikt. Also das ist höchst problematisch. Ich würde da gerne noch einen Gedanken zu sozusagen den Gedanken noch weiterführen. Ja, es hat sich institutionalisiert, und zwar als der russische Präsident sich hingestellt hat und gesagt hat, das waren patriotische Hacker. Daraufhin hat der Terminus patriotischer Hacker irgendwie einen neuen Grad an Bekanntheit erlangt. Also klar, politisiert, institutionalisiert. Wenn wir zurückgehen auf die Ursprünge des Patriotic Hacking, dann stellen wir fest, dass die ersten patriotischen Hacker sind 1998 in China aufgetreten und haben 1998 gegen Indonesien gehackt. Und die haben sozusagen auch den Begriff patriotischer Hacker geprägt, indem sie den chinesischen Begriff den chinesischen Begriff Hacker abgeändert haben, weil der Begriff Hacker negativ konnotiert ist und sie wollten ja nicht die Bösen sein, sie wollten ja die Guten sein, die sich für ihren Staat einsetzen. Und deswegen musste irgendwie die negative Konnotation aus dem Begriff raus. Und man hat den Begriff abgeändert von, ich kann kein Chinesisch, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber von Haike zu Honke. Und beziehungsweise, ja. Ja, man hat auch die Farbgebung geändert. Man hat sich dann Red Hacker genannt. Und durch diese patriotische Attributionszuschreibung, die sie sich selber gegeben haben, bestand dann irgendwie der Begriff patriotischer Hacker, der überall weltweit von allen möglichen Ländern aufgegriffen wird. So, wenn man aber zurückgeht und Sprachforschung sich anschaut, dann muss man feststellen, dass wir ein Übersetzungsproblem haben, weil ja auch der Begriff Honker, es gibt keinen deutschen, keinen englischen Begriff oder Terminus für den Begriff Honker. So, jetzt benutzen wir alle den Begriff patriotischer Hacker, aber wissen wir denn überhaupt, ob das Patrioten sind? Sind das vielleicht nicht Cybernationalisten? Das hat jetzt keine Antwort gegeben. Es hat nur einen weiteren Gedanken hinzugefügt. Aber ja, ich sehe das ganz genauso. Es ist ein Problem. Wir haben noch 4 Minuten. Das reicht vielleicht noch für 2 kurze Fragen. Leg los. Okay, dann ich versuche es kurz zu halten. Meine Frage wäre bezüglich eben der Attributionsproblematik bei diesen patriotischen Hackern und inwiefern, also für wen sie sich eigentlich einsetzen, den Staat oder die Regierung, und in dem Zusammenhang dann auch, inwiefern man nicht dann doch den Staaten oder den Regierungen Verantwortung zuschreiben kann. Also dass eben das, was vorhin mit dem Zitat da war, dass es dann, sobald ein Individuum eben sagt, ach ich war's, dass wir uns dann automatisch auf einer nichtstaatlichen Ebene befinden, dass man das umgeht, indem man sagt, naja,
wenn jetzt ein Staat sich hinstellt und sagt, gut, ihr dürft natürlich nicht hacken, aber eigentlich wäre jetzt so und so schon ganz nützlich für uns, dass man in dem Moment natürlich eine Zuschreibung zu dem Staat hat. Also dass sonst, oder es andersrum formuliert, dass Staaten in der Pflicht sind, sich um ihre eigenen patriotischen Hacker zu kümmern, dass die doch bitte nicht solche illegalen Dinge tun. Also inwiefern könnte, also inwiefern wäre da eine Verantwortungszuschreibung zu einem Staat dann doch noch möglich? Also auf in der internationalen Diskussion über dieses Thema ist genau das auch aufgekommen, und zwar im Zuge des Kosovo-Krieges, wo die Honkas oder die chinesischen patriotischen Hacker oder die Red Hackers, wie auch immer wir sie jetzt bezeichnen wollen, sich nämlich beteiligt haben, und zwar gegen den Willen Chinas. Also China, die chinesische Regierung hat sich hingestellt und hat gesagt, wir wollen das nicht, macht es nicht. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und da kam dann auch die Diskussion, das kann man auch dann noch weiterführen, auf den Taiwan-Konflikt und auf den Konflikt in Japan, wo die Honkas gehackt haben. Und auch beim Flugzeugabsturz in Hainan gegen Amerika, wo das auch nochmal aufkam. Also der Punkt ist einfach, man hat auch auf internationaler Ebene gesagt, naja gut, ihr sagt ja nichts dagegen. Also ihr stellt euch ja nicht gegen sie, auch medial nicht. Also ihr macht ja keinen Aufruf, und damit ist das Handeln dann als staatliches Handeln zu klassifizieren. Also diese Überlegungen gab es schon und sie bestehen schon, und man hat es genauso argumentiert und legitimiert. Inwieweit das jetzt aber in der Staatenpraxis so angenommen wurde und vielleicht gewohnheitsrechtlich durchgesetzt wurde, kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Dafür fehlen vielleicht auch die Beispiele aus anderen Ländern. Also müssten wir mal schauen, was Russland macht mit Cyberproxies oder die Amerikaner oder Nordkorea oder Iran, Israel etc. Also bis jetzt, was in der Forschung sozusagen öffentlich zugänglich ist, sind halt tatsächlich die chinesischen Quellen, und zwar auf englischer Sprache. Aber ich persönlich habe zum Beispiel auch noch nichts über Russland gefunden oder Nordkorea oder sowas. Wir versuchen mal noch ein, zwei Fragen reinzuquetschen. Okay, ich mach's kurz. Zum einen die Frage, wenn sozusagen ein Unternehmen angegriffen wird, inwieweit das dann quasi irgendwann auch sozusagen so groß ist, dass es heißt, der Staat wird angegriffen, weil quasi, ich kann ja wegen 20 von 30 DAX-Unternehmen ausschalten und ist trotzdem nicht relevant für den Staat. Mhm. Und zweitens, wenn Unternehmen sich wehren, ist es dann nicht auch im Rahmen von Notstand möglich, sozusagen Gegenmaßnahmen zu ergreifen unterhalb von der staatlichen Ebene, dass man sagt, okay, eine betroffene Person hat immer die Möglichkeit, sich zu wehren, ziemlich egal, wer einen angreift. Das war sozusagen die zweite Möglichkeit, die das BSI aufgemacht hat, zu sagen, man macht sozusagen unterhalb von Staaten und sagt, okay, jede einzelne Person, die angegriffen wird, kann sich wegen Notstand auch wehren und Angreifer angreifen. Diese Frage ist völkerrechtlich nicht zu beantworten, weil das Völkerrecht nämlich jenes Recht ist, was sich nur auf die Beziehungen zwischen Völkerrechtssubjekten fokussiert. Das bedeutet Staaten und die sekundären Völkerrechtssubjekte. Und die Primärnormen des Völkerrechts, die verletzt werden können, sind staatliche Normen. Und erst dann, das Recht, was ich vorgestellt habe, ist eben ein Staatenrecht und bezieht sich nicht auf staatliche Institutionen. Da müssen wir ins nationale Recht reinschauen, ob es da Regelungen gibt und was es da gibt. Aber völkerrechtlich ist es nicht zu beantworten. Gut, damit ist unsere Zeit zu Ende. Herzlichen Dank, Janine, für diesen sehr spannenden Vortrag und das Aufwerfen vieler tiefgreifender gesellschaftlich wichtiger Fragen. Und herzlichen Dank und Applaus für Janine.